Ich habe vor einigen Jahren, 2015, habe ich ein Schreiben aus unserem Kultusministerium bekommen, das mehr oder weniger gesagt hat, wir finden es toll, immer wieder die schönen Beispiele zu kriegen, wie digitale Medien in der Schule oder in der Hochschule eingesetzt werden. Und das hat sicher auch ja, ist auch lernwirksam in dem Sinne, es ist inspirierend für andere und so weiter. Aber es genügt nicht, um politische Entscheidungen zu treffen, dass man schöne Beispiele hat. Man braucht irgendwie systematischere Evidenz. Gibt es die, Herr Fischer? Und können Sie das auf 1,5 Seiten bitte zusammenstellen? Das war die Anforderung. Es sind 5 Seiten geworden und die wurden trotzdem akzeptiert. Aber das ist sozusagen der Ausgangspunkt dessen, was ich Ihnen heute präsentiere. Es gab noch mal eine ähnliche Frage vom Deutschen Wissenschaftsrat, der das Ganze für stärker und fokussiert nur für die Hochschule gerne haben wollte. Und da haben wir angefangen, mal zu schauen, wenn man jetzt die Evidenz zusammennimmt, was ergibt sich denn da eigentlich für ein Bild? Ich habe vor, mit Ihnen diese Evidenz, die mir bekannt ist, sozusagen zu, ja, Ihnen zu präsentieren, auch in dieser Kurzfassung sozusagen, und Ihnen aber eine Heuristik anzubieten, die eine Heuristik hat ja immer, also kann ein Problem lösen sozusagen, aber es löst nicht jedes Problem. Also die ist schon vereinfachend, aber möglicherweise könnte es eine Richtschnur sein, wie man auch eine Hochschuldidaktik ausrichten könnte auf der Basis kognitionswissenschaftlicher Befunde. Und ich möchte danach etwas kürzer auf den Aspekt Selbststeuerung tatsächlich eingehen und ganz zum Schluss, wenn die Zeit noch reicht, auf digitale Kompetenzen auch von Lehrkräften, also von Dozierenden an der Hochschule. So, die dafür nötig sind, um solche Lernprozesse zu initiieren. Vielleicht als Rahmen hier nochmal, ohne dass Sie das jetzt im Detail sich merken müssen, Sie werden immer darauf zugreifen können. Das ist ein Rahmenmodell, mit dem wir in mehreren Studien gearbeitet haben, digitale Hochschulbildung. Ich habe es jetzt hier noch etwas erweitert, nur um Ihnen zu zeigen, ich interessiere mich nicht nur für die klitzekleinen Lern- und Lehr- und didaktischen Effekte, sondern mir ist sehr wohl bewusst, auch wenn es nicht mein Hauptgebiet der Forschung ist, dass das Ganze eingebettet ist in einen größeren Zusammenhang, den man hier aufzeigen könnte. Ich möchte aber betonen, dass für mich ganz zentral die Lernaktivitäten der Studierenden sind, wurde schon angesprochen. Da geht es letztlich darum, was machen die einzelnen Lernenden oder die Lernenden in Gruppen mit diesen digitalen Medien. Das ist das, was tatsächlich die Kompetenzentwicklung der Studierenden beeinflusst. Fachliche Kompetenzen, Selbststeuerungskompetenzen, Medienkompetenzen. Natürlich gibt es darauf auch noch andere Einflüsse als jetzt nur diese Lernaktivitäten, aber die sind sehr zentral, decken wirklich den größten Teil ab. Die Kompetenzen der Studierenden bedingen auch letztlich ihre eigene Mediennutzung. Aber auch die Dozierenden nutzen Medien sozusagen und bei denen hängt das Ganze davon ab, inwieweit die selber medienbezogene Kompetenzen haben, also eigene, so basale Medienkompetenzen, aber eben auch medienbezogene Lehrkompetenzen. Mit der Frage, die sich da anschließen könnte, natürlich, was ist das denn eigentlich anderes als diese eigenen Medienkompetenzen, die alle brauchen, braucht man da noch mehr? Das Ganze hängt mit Weiterbildung zusammen, Fortbildung und letztlich hier unten, und ich nenne es jetzt zuletzt, obwohl es für viele der wichtigste Aspekt ist, und ich bin dankbar und froh für Sie, dass der Vizepräsident der Universität hier das Ganze so wichtig auch nimmt, hier mit dabei ist, das Ganze mit vorantreibt. Denn was man weiß, ist, ohne dass eine Bildungseinrichtung, eine Universität das Ganze digitale Lernen, digitale Lehren hoch priorisiert, sind das Strohfeuer, die hat man in der Schule schon gehabt, die zeigen sich auch immer wieder in Hochschulen. Das Ganze kommt mit Initiativen, mit den Geistern, die man vielleicht dann hat, die enthusiastisch an etwas arbeiten. Wenn die gehen, zum Beispiel in Ruhestand an eine andere Universität, dann schläft das wieder ein. Ohne eine Strategie, ein systematisches Herangehen wird das nicht funktionieren. Es gibt Erkenntnisse, die zeigen, Ausstattung wichtig, aber nicht der entscheidende Faktor. Also man kann mit relativ wenig schon viel machen, aber es gibt eine basale Ausstattung, zu der sicher ein sehr zügiges WLAN und so weiter gehören. Aber vieles an der Universität wird noch heute schon gemacht. Sie wissen das ja auch, Bring Your Own Device. Studierende, ich habe neulich mit dem Leiter unseres Rechenzentrums gesprochen, der gesagt hat, wenn man mal schaut, wie viele Geräte sich in so einem Hörsaal ins WLAN anmelden, dann sind es knapp 2 pro Studierenden. Also da ist ein Handy, da ist ein Laptop. Und manchmal sind es 3 Geräte pro Studierende, die praktisch während einer Vorlesung da drin sind. Und das war schon ein ordentlicher Anpassungsbedarf, der da auch nochmal technisch da
zu machen war. Und ganz entscheidend, ich habe gerade große Ohren bekommen, die E-Coaches, das ist etwas, was wozu man sie auch beglückwünschen kann. Ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Eine der größten Probleme, die immer wieder genannt werden, sind eigentlich, dass sowohl technisch, aber noch mehr hochschuldidaktisch eigentlich die Unterstützung dann im Konkreten, wenn man vor Problemen steht. Ich habe ein Peer Assessment in meiner Moodle-Umgebung installiert und das funktioniert nicht. Ich komme nicht in die nächste Phase. Keiner ist da, der mir sagen kann, wie das geht. Dann mache ich das halt im nächsten Semester nicht mehr. Ja. So. Jetzt springe ich mal rein in tatsächlich diese Evidenz, die ich Ihnen anbieten kann, damit Sie evidenzinformiert Entscheidungen vielleicht treffen können. Können digitale Medien das Lernen verbessern? Ein positiver Effekt zeigt sich, wenn man viele Meta-Analysen, es gibt über 100 Meta-Analysen, die hier habe ich 25 mal zusammengefasst mit über 1000 Primärstudien da drin. Die sind auch nochmal zusammengefasst in anderen Arbeiten, die hier aufgeführt sind. Und das ist ein Effekt, den man schon lange kennt. Diejenigen von Ihnen, die sich schon länger mit den Medien auseinandersetzen, die kennen den schon. Das ist sozusagen, man könnte wieder auf die Lampe zurückkommen eigentlich, das, ich komme gleich drauf. Also hier zeigt sich, wenn man alles zusammennimmt, Effekte von digitalen Medien auf Fachwissen und auf Kompetenzen, Problemlösefähigkeiten, Medienkompetenzen und so weiter, dann zeigt sich da ein positiver Effekt zwar, aber der ist ganz, ganz klein. Also dieser Effekt digitaler Medien ist ganz, ganz klein und ich jetzt die Lampe. Böse Zungen würden sagen, das war der Wunsch dieser Forscher, dass sie da etwas rausfinden in diesen Experimenten und natürlich schon digitale Medien so eingesetzt haben, dass es vielleicht experimentell, dass die Experimentalgruppe etwas bessere Ausgangsbedingungen hatte oder sowas. Möglicherweise misst man hier mehr den Wunsch der Forscher als tatsächliche Effekte und das ist wahnsinnig leicht nachvollziehbar, erscheint dann vielleicht trivial, wenn man es ausgesprochen hat, aber wenn man alle Technologie in einen Sack steckt und fragt, ist das eigentlich gut für uns, die Technologie oder nicht, ja, dann würden Sie auch sagen, naja, das kommt schon ziemlich drauf an, wo man die Technologie einsetzt. Und genauso ist es natürlich hier auch, wenn Sie digitale Medien irgendwie und irgendwo durch irgendjemand, für irgendjemand einsetzen, dann kriegen Sie wahrscheinlich im Mittel keine Effekte. Und das spricht ganz stark dafür, dass man eben eine Weiterbildung benötigt, auch für Dozierende, damit digitale Medien so eingesetzt werden, damit größere Effekte, positive Effekte auch entstehen können. Und die gibt es in diesen Meta-Analysen einige. Und es gibt aber auch einige sehr kleine Effekte und einige leicht negative Effekte sogar. Und die will ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Gehen wir hier drüber. Präsentationsmedien. Das ist das hier, was wir jetzt gerade machen. Hier gibt es eine ganz große Spanne in den Effekten, die auch zum Ausdruck bringt, wenn Sie jemand haben, der Ihnen etwas, was Sie noch nicht kennen, was Neues sehr gut einführt und erklärt, das kann natürlich schon sehr große Effekte haben, wenn er dazu eine Animation, eine Visualisierung und so weiter verwendet. Aber für diese Präsentationsmedien hat man eben auch gefunden, die können überdosiert werden. Wenn das mehrere Stunden sozusagen am Tag so dahin geht mit den PowerPoint-Folien, dann kann das sogar sich negativ auswirken. Und eine der Erklärungen ist, das verdrängt andere, vielleicht wichtigere Lernaktivitäten der Lerner. Und was man eben, ich komme da nochmal drauf, was schwierig ist, ist mit Präsentationsmedien den Kompetenzerwerb zu fördern. Das geht eigentlich nicht und dazu habe ich nachher noch was mehr. Da geht sozusagen Faktenwissen, deklaratives Wissen, mal so ein Überblick dafür, ganz wunderbar, aber eben weitergehend sehr schwierig und Sie müssen sich das auch nicht merken. Ich versuche das gleich in meiner schönen Heuristik Ihnen nochmal zusammenzufassen. Visualisierung einschließlich interaktiver Videos, da geht es jetzt mehr um so Erklärvideos, selber machen, interaktive Videos anschauen. Hier geht es eigentlich nur um das Betrachten. Hier zeigen sich mittelgroße Effekte. Wir haben noch gar nichts gesagt, was diese mittelgroß und klein und groß eigentlich bedeutet. Also in Meta-Analysen ist das sozusagen gemittelt der Abstand zwischen dem Mittelwert, wenn diese Visualisierung da ist und wenn sie nicht da ist, wenn irgendwas anderes da ist. Und die Maßeinheit sind meistens Standardabweichungen, also die Verteilung, die Streuung dieser Werte. Und ein großer Effekt ist zum Beispiel, also die größten Effekte sind zum Beispiel 1, um 1, also eine Standardabweichung zwischen den Mittelwerten ist schon ein ordentlicher Effekt im Bildungsbereich. Da kommen die meisten dieser Maßnahmen nicht hin. Mittelgroße Effekte geht so ab 0,5, um die 0,5 los und da liegen viele dieser
dieser Technologien und ihre Nutzung. Game-based Learning, ein ganz wichtiges Feld, auch an der Hochschule. Kleine bis mittlere Effekte. Also es gibt, das ist eine Streubreite da. Man kann mittlere Effekte, es gibt sogar auch Studien, die große Effekte zeigen, je nach Anwendung. Aber im Mittel sind es eben doch, wenn man sagt, wenn spielbasiertes Lernen eingesetzt wird, fachliches Wissen, Kompetenzen angeschaut werden, dann zeigen sich da eher mittelgroße Effekte. Bei mittelgroßen Effekten würde ich als Bildungsforscher sagen, das fängt an, relevant zu werden für die Praxis. Kleine Effekte müsste man überlegen, ob man da sich die Mühe macht, das Ganze umzusetzen. Und leider hier ein Effekt, der wurde auch nochmal bestätigt, jetzt auch hier eine Meta-Analyse schon, Game-Based Learning. Viele Lehrkräfte, viele Dozierende sagen, ja, das reißt die Studenten einfach nochmal kurz richtig mit und kann die für Themen interessieren, die sie eigentlich nicht besonders interessiert haben. Statistik in einer Sozialwissenschaft oder in der Pädagogik beispielsweise, wo viele Studierende dann sagen, ja, aber dafür habe ich doch nicht Pädagogik angefangen zu studieren, das muss ich Statistik machen. Kann man mit Game-Based Learning möglicherweise da die Leute hinterm Ofen vorlocken, aber eben diese Studie zeigt, kurzfristig sind die Effekte da. Langfristig verschwinden diese Effekte, es sind Neuigkeitseffekte, die man schon seit Jahren, Jahrzehnten aus dem Medienbereich kennt. Wenn Sie das wieder und wieder einsetzen, verschwinden diese Effekte komplett. Ich habe gesehen, Sie haben in den vergangenen Tagen der Lehre den Flipped Classroom immer wieder gehabt. Und ich habe hier auch eine Metastudie gefunden, die zeigt, da gibt es im Mittel kleine Effekte, die aber zumindest mittelgroß und sogar groß werden können, wenn man es richtig macht. Und wir haben ja heute noch mal Beispiele. Bin gespannt, was wir davon noch hören, was dort für Erfahrungen vorliegen. Hier wird eigentlich immer wieder auf einen Fokus zurückgekommen oder einen Aspekt festgestellt. Wenn der nicht gegeben ist, dann verschwinden diese Effekte fast vollständig oder sie sind zumindest sehr klein. Nämlich der Effekt, also Flipped Classroom, Active Learning ist ja, die dozentengesteuerten Anteile gehen zurück, die Lernenden, Studierenden bereiten sich zu Hause vor mit Videos, mit Texten und so weiter, beantworten vielleicht Fragen, kommen dann und die gemeinsame Zeit wird genutzt, ich fasse es jetzt mal grob so zusammen, für Diskussionen, für in Anführungsstrichen höherwertige Aktivitäten, die man mit dem Dozenten, mit dem Experten, mit der Expertin da gemeinsam verbringen kann. Und die Effekte sind dann größer, wenn studentische Vorbereitung getestet wird. Das hat man festgestellt, dass die Studien, die diese Quizzes haben am Anfang, dass die besseren Effekte haben und hat das dann nochmal systematischer auch betrachtet und geht jetzt davon aus, es liegt daran, dass einfach möglicherweise dieses Wissen nochmal abgerufen wird und dass die Studierenden auch wissen, ich muss mich vorbereiten, ich kann nicht einfach so da reinrennen, sonst scheitere ich da in dieser ersten Testrunde. Das führt dazu, dass tatsächlich bessere Effekte da sind. Interessant ist, ich habe mit Frau Rufer im Vorfeld auch etwas gesprochen. Wir fanden beide interessant, dass eben dieser Effekt auf den kognitiven Lernerfolg nicht unbedingt immer gleichläufig ist mit affektiven Komponenten, also der Akzeptanz, also ob Studierende das gut finden, ob sie zufrieden sind oder so. Oft hat man das sogar so, dass die Zufriedenheit etwas absinkt, wenn der kognitive Lernerfolg etwas hochgeht, weil das anstrengender ist. Und weil ich von einer gewohnten Situation abweiche, also ich habe ein Schema, einen immer gleichen Ablauf, den durchbreche ich, das macht erstmal ein gewisses Unbehagen bei Dozenten und bei Studierenden und dazu kommt, ich muss noch mehr arbeiten. Vorher konnte ich immer ins Seminar gehen, musste mich vorbereiten und jetzt muss ich mich richtig vorbereiten. Genau. Also hier gibt es eine Diskrepanz möglicherweise, die vielleicht auch interessant ist, weiter verfolgt zu werden. Ich zeige Ihnen gleich auch nochmal Beispiele jetzt, aber jetzt erst nochmal kurzer Evidenzbericht. Hier, individuelles Problemlösen und Üben mit Feedback, das ist sozusagen etwas, was man sich ja wünscht an der Hochschule. Mehr davon, wenn man Studierende fragt, wir wollen mehr eigentlich die eigentlichen Probleme üben. Mediziner wollen gern, angehende Mediziner wollen gern mehr Fälle, Patientenfälle bearbeiten. Angehende Lehrkräfte wollen mehr mit schulischer Praxis, mit Unterricht und so weiter, mit konkretem Unterricht zu tun haben. Also wenn ich daran üben kann, Probleme zu lösen, Feedback bekomme, das hat mittlere bis große Effekte, also auch eine Streubreite da.
Und ich zeige Ihnen gleich nochmal, von was das auch noch abhängt. Ganz besonders starke Effekte zeigen sich für simulationsbasiertes Lernen. Also da sind wir bei dieser Effektstärke oder Effektgröße von 1, eine Standardabweichung, wenn Simulationen gegenüber irgendwelchen anderen, traditionelleren Formen von Unterricht, von Lehre gemacht werden oder von Lernen. Also mit Simulationen zu arbeiten, hat hier sehr große Effekte. Ich komme zum kollaborativen Lernen. Ich habe nachher nochmal Beispiele, gerade für diese Bereiche auch. Kollaboratives Lernen, und da habe ich hierzu, gibt es auch eine schöne, ganz neue Meta-Analyse, apropos Evidenz. Gemeinsames Problemlösen, Gestalten und Argumentieren. Wenn man es schafft, anspruchsvolle Aktivitäten mit digitalen Medien zu realisieren, in denen Lerner gemeinsam an einem Problem arbeiten, ein Design entwickeln sollen oder gemeinsam argumentieren, dann kriegt man mittlere bis große Effekte auf das Fachwissen und auf Kompetenzen und auf die, ja, auf Kompetenzen dann insbesondere auch, wenn zusätzlich noch etwas hinzukommt, über das ich gleich noch spreche, das sogenannte Scaffolding, eine Unterstützung bei der Bearbeitung von komplexen Problemen, die mir ermöglicht, Probleme zu bearbeiten, die eigentlich noch ein bisschen zu schwer sind für mich. Und jetzt kommt diese Heuristik. Manche von Ihnen kennen das vielleicht, aber ich war sehr fasziniert vor einigen Jahren. Ich kenne Miki Chi, eine Kognitionsforscherin, die in Arizona lehrt. Die hat vor einigen Jahren mal die Lehr-Lern-Forschung zusammengefasst in einem Review und hat nicht genau das gemacht. Wir haben es ein bisschen abgeändert. Sie hat aber das, was jetzt hier schwarz links hier gedruckt ist, das hat sie eigentlich vorgeschlagen. Sie hat gesagt, man kann eigentlich kognitiv in unterschiedliche Modi des Lernens kommen und die korrespondieren. Das ist nicht deterministisch, also nicht, wenn ich in der einen Lernaktivität bin, dann kommt automatisch ein kognitiver Prozess hinterher. Das wäre schön und einfach dann, wenn man lehrt. So ist es leider nicht. Und trotzdem gibt es regelhafte Zusammenhänge. Und das ist das, was sie hier entdeckt hat. Und sie unterscheidet passive Lernaktivitäten, aktive, konstruktive und interaktive, und die würde ich Ihnen gerne noch mal ein bisschen näher bringen, weil das ist meine Heuristik. Ich würde nämlich behaupten, dass man den Mehrwert digitaler Medien in der Lehre daran festmachen kann, inwieweit die Lernaktivitäten von Studierenden, und zwar von möglichst vielen Studierenden, für möglichst lange Zeiträume auf diese etwas höherwertigen Lernaktivitäten sozusagen gehievt oder angehoben werden. Also mal ganz grob. Aber jetzt, was sind passive Lernaktivitäten? Das ist schon ein Widerspruch in sich eigentlich, passive Aktivitäten. Das ist das, was viele von Ihnen jetzt gerade machen. Das ist in dem Sinne, wenn man da sitzt, einer Präsentation folgt oder einen Film anschaut und sonst weiter keine physischen Verhaltensweisen letztlich beobachtbar sind. Sie haben Ihre Haltungsmuskulatur, haben Sie natürlich in Betrieb, und Sie atmen und alles, das funktioniert alles. Aber ich kann als Lehrkraft, die ich jetzt bin, kann ich nicht genau sehen, was Sie machen. Vielleicht planen Sie gerade Ihre Ferien oder Sie versuchen das vielleicht. Vielleicht versuchen Sie auch das direkt auf Ihre Lehrveranstaltung zu übertragen oder überlegen, wie Sie das in Ihrem Arbeitsbereich umsetzen können. Aber ich kann das leider nicht sehen, was Sie da machen. Ja. Und also hier ist die, und Miki Chi behauptet, das kann ich nicht sehen, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb viele Lernende dann, wenn sie in diesen passiven Lernaktivitäten sind, tatsächlich etwas weniger lernen, als wenn sie da nicht drin sind, obwohl es nicht unmöglich ist, dass hier wichtige kognitive Prozesse passieren, aber sie passieren seltener und bestimmte Prozesse passieren in der Regel nicht, und da sage ich gleich noch mehr dazu. Aktiv ist, also das machen auch manche von Ihnen, Sie machen Fotos oder Sie schreiben sich was auf, oder Sie beteiligen sich. Ich könnte die Frage stellen, wie war nochmal der Name des Erstautors dieser Studie in Science, und Sie würden sagen Sparrow, dann hätten Sie auch, dann wären wir hier aktiv, das heißt, das Lernmaterial, das ich anbiete, das wird einfach nochmal durchgearbeitet, ein Lückentext, ja, Sie sollen was einfüllen, das sind aktive Lernaktivitäten. Ich sage gleich nochmal was dazu, wofür diese beiden Stufen, passive und aktive Lernaktivitäten, gut sind. Wir würden das nicht machen, und ich hätte es auch aufgehört, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt festgestellt hätte, da können Sie eigentlich gar nichts mitnehmen. Qualitätsstufe 1 bedeutet nicht unwirksam, aber bedeutet für den Kompetenzerwerb wahrscheinlich nicht ausreichend. So. Konstruktive Lernaktivitäten sind welche, in denen Sie selber einen
intellektuellen Beitrag leisten. Also sie gehen über das gegebene Lernmaterial hinaus mit einer eigenen Idee. Wenn ich Sie bitte, zu vergleichen, die Qualitätsstufe 2 mit der Qualitätsstufe 1, und Sie fangen an, da zu überlegen, oder ich bitte Sie, mal ein Beispiel aus Ihrer eigenen Lehre für konstruktive Lernaktivitäten zu überlegen, dann sind Sie schon dabei, letztlich eine konstruktive Lernaktivität, in einer konstruktiven Lernaktivität involviert zu sein. Das ist eine Sache, die gar nicht so häufig vorkommt in der universitären Lehre, aber sie kommt vor. Und wenn man eben jetzt das auf Selbststeuerung bezieht, Studierende, das ist im Grunde, können sie das als Lehrende einsetzen, im Grunde können Studierende das auch für sich einsetzen. Je mehr Zeit man mit konstruktiven Lernaktivitäten verbringt, desto näher ist man letztlich daran, eine Problemlösefähigkeit zu entwickeln. Und je mehr man in passiven Lernaktivitäten verharrt, sozusagen, die vielleicht am Anfang nötig sind, um so ein grundlegendes Faktenwissen sich zu schaffen, desto unwahrscheinlicher ist es. So, und was ist interaktiv? Das ist die hier nach Qi effektivste Stufe für Problemlösefähigkeiten, für den Kompetenzerwerb. Die Stufe 4, interaktiv, hat nichts mit dem Interaktion mit dem Computer zu tun. Also das ist nicht gemeint, sondern interaktiv meint hier kollaborativ eigentlich. Und aber nicht jede Form von Kooperation, das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis daraus, ist eigentlich lernförderlich, sondern Migichi hat eine ganz spezifische Aktivität hier gemeint, und ich zeige Ihnen nachher nochmal Beispiele dafür, aber letztlich von der Definition würde sagen, das ist mindestens ein Lerner, der in einer konstruktiven Aktivität involviert ist, also der mit eigenen Ideen über das Gegebene hinausgeht, und mindestens ein zweiter Lerner, der das auch tut, und diese beiden zusätzlichen Ideen und das Lernmaterial werden zusammen verarbeitet in einer, beispielsweise in einer Argumentation, in einem Design. Also da ist das Lernmaterial und da sind mindestens zwei Sichtweisen, die nochmal zusammenkommen, integriert werden und dann weiterentwickelt. Ziemlich anspruchsvoll, muss man sagen. Aber es gibt, ich zeige Ihnen mal Beispiele, es ist nicht so unwahrscheinlich. Aber es heißt eben nicht, sobald ich Leute in eine Gruppe stecke, passieren diese interaktiven Prozesse, sondern typischerweise passieren für die meisten Leute in kleinen Gruppen diese interaktiven Prozesse nicht. Für die meisten Leute in kleinen Gruppen, wenn die etwas größer sind, ja, in einer Zehnergruppe, Zwölfergruppe zum Beispiel, sitzt man da und ist eigentlich in passiven Aktivitäten, weil man hört den anderen zu, macht vielleicht da gar nichts und ist nur manchmal dabei, selber auch etwas beizutragen. Also der Punkt wäre, wie kann man digitale Medien einsetzen, um wirklich nicht nur für einen in einer Gruppe, sondern für alle Mitglieder einer Gruppe möglichst viele konstruktive und interaktive Lernaktivitäten zu schaffen. Ich habe hier nochmal Beispiele, also einer PowerPoint-Präsentation lauschen, sozusagen Qualitätsstufe 1, zusätzlich notieren, Faktenfragen beantworten, Qualitätsstufe 2. Dann bei den konstruktiven Lernaktivitäten, Sie bringen einen eigenen Kritikpunkt oder ein Beispiel in eine Online-Diskussion ein. Und dann oben hier, deswegen habe ich es vorher schon mal erwähnt, komplexer Prozess, aber sehr lohnend, Peer-Feedback, also eine kollaborative Erstellung eines Papers. Sie schreiben ein Seminarpaper und lassen sich von ein oder zwei, drei, besser mehr Peers Feedback nach bestimmten Kriterien geben und bauen dieses Feedback in ihr Paper ein. Dann sind Sie in diesen interaktiven Lernaktivitäten. Und nochmal, der Punkt wäre, der Mehrwert digitaler Medien für das Lernen von Studierenden und auch für das Lehren liegt darin, dass möglichst viele, aus meiner Sicht jetzt, das können wir gerne auch diskutieren, dass möglichst viele Studierende zu einem Zeitpunkt oder auch über längere Phasen auf möglichst hohen Qualitätsstufen hier angelangen durch diese digitalen Medien. Ich glaube, wir haben kein Problem, diese aktiven und passiven Lernaktivitäten zu fördern. Dafür braucht man digitale Medien sozusagen. Das ist nicht das Erste, woran wir denken sollten, weil das gelingt uns sowieso schon relativ gut. Ich glaube, wo wir ein bisschen Defizite haben häufig, ist auf diesen beiden höheren Qualitätsstufen. So, und hier nochmal, deklaratives Wissen, Faktenwissen liegt nahe, und das ist eine Heuristik, ja, das ist keine Theorie, muss ich zugeben, also man müsste sie mal überprüfen vielleicht, aber sie liegt nahe durch dieses Modell von Migichi. Wenn es um Faktenwissen geht, ist passiv, aktiv in Ordnung, ausreichend, und konstruktive, interaktive Aktivitäten sind teilweise auch ein bisschen überdimensioniert vielleicht auch, weil sie sind schon ziemlich aufwendig in der Herstellung oft oder in der Gestaltung auch für die Studierenden. Aber wenn es um Problemlösefähigkeiten und Kompetenzen geht, kommt man an diesen höherwertigen Aktivitäten eigentlich nicht vorbei.
So, jetzt habe ich hier nochmal Beispiele mitgebracht. Das ist aus der jetzt Aus- und Fortbildung von in der Lehrerbildung von Sprachlehrern. Hier sehen Sie also einfach ein Unterrichtsvideo. Da sieht man zwei Perspektiven, zwischen denen man hin und her wechseln kann. Das Klassenplenum, also die Studierenden und die Lehrkraft. Oder die Dozentin hier, hier ein anderer Dozent, andere Anordnung und unterschiedliche Arten, wie dieses Video in dem Unterricht, in der Lehre, beziehungsweise auch für das Selbstlernen hier in Gruppenlernphasen dann eingesetzt werden kann. Und jetzt zeige ich Ihnen, dass sozusagen die Idee ist hier, dass die Lernenden, die Studierenden eigentlich theoretisches Wissen aus ihrem Fach, jetzt geht es hier um didaktische Modelle für das Sprachlernen. Also zum Beispiel die audiolinguale Methode, wenn ich das hier richtig lese, das Hörverstehen, Cognitive Apprenticeship. Also es wären unterschiedliche theoretische Modelle, die angewendet werden sollen bei der Analyse, was macht eigentlich diese Lehrkraft, was setzt sie denn ein? Das ist praktisch eine Fallbearbeitung, Problemlösung, Problemanalyse in einem bestimmten Fach. Und hier soll dann die Analyse aufgeschrieben werden. Und was Sie hier sehen, ist etwas, was ich nachher immer wieder Scaffolding nennen werde. Das sind Hilfestellungen, die mir helfen, dieses ziemlich offene Problem, muss man ja sagen, und jedes Ihrer Fächer hat eigentlich solche offenen Probleme, die eigentlich für Lerner vor allem relativ am Anfang eines Studiums noch überfordernd sind, die letztlich da helfen können, dass ich diese Probleme trotzdem bearbeiten kann. Also Scaffolding wäre sozusagen eine Hilfestellung, Probleme zu bearbeiten, die ich eigentlich ohne diese Hilfestellung noch nicht alleine hinkriege. Und das wäre für mich ein Beispiel für so einen konstruktiven Prozess. Also ein Video, ich analysiere ein Video, aber nicht mit nichts, sondern mit Kriterien, mit Theorien, die ich da anwenden soll. Und das Ganze geht dann auch kollaborativ. Kann ich vielleicht gleich hier ergänzen. Man setzt hier nämlich so kleine Fähnchen an Stellen im Video, die man interessant findet, in einer Farbe. Andere setzen diese Fähnchen auch, solange sie das alleine bearbeiten. Und nachher können hier Gruppen zusammengestellt werden in diesem Tool. Und dann sieht man da diese bunten Fähnchen, wo die sitzen, ob man ähnliche Szenen interessant gefunden hat oder ganz andere Szenen interessant gefunden hat. Beispiel für interaktiv. Jetzt geht es also um zum Beispiel zwei Lerner, die zusammen an einem Computer arbeiten. Hier sehen Sie, das ist mit Absicht, sind das sozusagen noch hier alte Röhrenmonitore. Das ist eine Forschung, die wir seit vielen Jahren betrieben haben. Zum Online-Lernen zeige ich gleich nochmal was. Und hier oben sieht man die Technologie schon fast nicht mehr, die hier für die Gruppe verwendet wird. Ich zeige Ihnen mal ein Beispiel aus der Medizin, an dem wir mitgearbeitet haben in dem Sinn. Das ist letztlich ein Patientensimulator, das ist eine Puppe, die gesteuert wird, nicht rein von einem Computer, sondern von einem Menschen, von einem Professor für Medizin und von einem Ingenieur. Das sind also ziemlich aufwendige Simulationen. Aber nicht nur diese Simulationen haben diese großen Effekte, aber die haben sie auch. Ein typischer ein Simulatorkurs hat 20 Personen, die da mitmachen, und immer zwei dürfen hier gleichzeitig rein. Die sind dann in dem Fall in der Rolle der Anästhesistin oder des Anästhesisten gewesen und der Patient wird zum Beispiel schlecht, also da gibt es Änderungen in den Vitalfunktionen oder der Patient wacht auf während der Operation und dann muss man handeln sozusagen. Und da gibt es die sogenannten Crisis Resource Management Skills, also Krisenhandlungsstrategien, die dann angewendet werden sollen. Und dieser Simulator ist eigentlich deshalb eingerichtet worden. Nicht mit der Frage, wie viel von welchem Medikament muss ich dann in die Puppe einfüllen, damit die weiterschläft, sondern die Frage, wie kommuniziere ich mit den anderen in dieser Situation? Also wenn zum Beispiel ein Defibrillator verwendet wird, das ist eines der Beispiele in diesem Szenario auch, weil Herz nicht mehr so schlägt, wie es sollte, dann und ich sage dann, es soll mal jemand gehen, einen Defibrillator zu holen. Das ist sozusagen einer der Grundfehler in dieser Simulation. Da muss man einen Namen dazu sagen, sonst geht entweder keiner, weil alle beschäftigt sind, oder es gehen mehr und dann fehlen Leute. Das sind also ganz grundlegende Regeln, die auch in der Luftfahrt sozusagen auch verwendet werden. Und was wir beobachtet haben, und jetzt vielleicht hier nochmal als Beispiel,
das kann man kaum erkennen, aber es war tatsächlich auch ein bisschen duster in dem Raum. Die anderen 18, die nicht in diesem Simulator sitzen, sitzen in einem Nebenraum und haben eine Videoübertragung von dieser Simulation, von diesem Szenario. Und eigentlich war die Idee der Mediziner, mit denen wir da zusammengearbeitet haben, da drin sollte eigentlich jetzt eine lebendige Diskussion darüber stattfinden, wie diese Skills denn auch da angewendet werden. Das war aber nicht der Fall, das wussten die Mediziner auch. Die sitzen da drin und staunen wirklich und sind auch sehr sozusagen angespannt schon, weil sie selber da auch rein müssen oder gerade da drin waren. Und da findet keine Kommunikation statt. Und dann ist das Szenario zu Ende und dann geht diese ganze Gruppe und die zwei anderen in einen dritten Raum. Da sitzt die Oberärztin oder Oberarzt, also ein Professor mit jede Menge Piepern, die einen jederzeit da wegholen können. Große Ehrfurcht der Studierenden vor den Medizinprofessoren. Und dann ist dieses Debriefing im Grunde, das eigentlich diskursiv gedacht ist. Also die Studierenden sollen Fragen stellen, sollen auch sagen, wenn sie da was anders sehen. Das war eigentlich etwas monologisch. In dem Sinn, alle haben zugehört und die Ärztin oder der Oberarzt hier, die haben da gesprochen. So, und was haben wir, und wir sollten nicht, also man hat uns nicht vorgelassen in dieses eigentliche Szenario. Es ging nicht um die Kollaboration dann innerhalb des Simulators, sondern es ging wirklich um diese Hauptzeit in diesem Seminar oder in diesem Kurs, wie kann ich die Studierenden dazu bringen, kollaborativ, also zu lernen, zu diskutieren. Und wir haben hier Kollaborationsskripts, wie wir das nennen, also Strukturvorgaben, Rollenvorgaben gegeben. Es sind mehr als 10 von diesen Crisis Resource Management Skills und die Studierenden sind eigentlich immer überfordert damit. Jetzt habe ich 12 von diesen Skills, ich gucke das an und natürlich bin ich von all diesen Sachen abgelenkt, weil ich gar nicht das Wissen habe. Und jetzt kriege ich also, meine Rolle ist, ich kriege eine von diesen Strategien. Und ich soll darauf achten, wird die eingesetzt irgendwann oder hätte die eingesetzt werden müssen, wurde aber nicht eingesetzt von meinen beiden Kommilitonen. Das ist meine einzige Aufgabe sozusagen. Und dann habe ich noch eine Phase, nachdem die Simulation zu Ende ist, in der ich mich dann in Gruppen mit anderen austausche, den anderen erkläre, wo eigentlich die Situation war, wo diese Strategie hätte eingesetzt werden müssen, aber nicht wurde. Und ich erfahre von den anderen auch deren Sicht und das wechselt sozusagen durch. Ich kriege immer wieder eine neue Rolle, so lerne ich also diese Crisis Resource Management Skills immer besser kennen. Und was tatsächlich passiert ist, wir haben viel deutlichere Diskussionen, Kooperationen hier in der Beobachtungssituation und auch eine lebendigere, sagen wir mal, Rückfragekultur zumindest bei dem Debriefing mit dem Oberarzt oder mit der Oberärztin da gefunden. Also haben die Studierenden zumindest deutlich mehr gesagt. Also wir haben eine deutliche Verbesserung eigentlich dieser Lernprozesse hier zumindest erzielt. Ein anderes Beispiel nochmal für Kollaborationsskripts, das leicht anwendbar ist, wird auch an vielen Universitäten angewendet, in Diskussionsforen. Sie haben einen einfachen Fall, eine Studentin, die Motivationsschwierigkeiten hat. Das sind Pädagogikstudenten oder Psychologiestudenten, die dann eine Motivationstheorie vor sich haben. Also das ist sozusagen immer die Idee, da ist ein Fachwissen sozusagen, Fachkonzepte und die sollen angewendet werden auf die Problemlösung. Und hier ist die Idee, diese Gruppe von 3 verteilt lernenden Lernern, die aber gleichzeitig am Computer sitzen, die bearbeiten 3 Fälle, sollen diese Theorie anwenden und das gelingt nur mäßig. Das ist eben auch wieder dieser Aspekt Selbststeuerung. Wie gut können Gruppen, die einfach nur hingesetzt werden, gerade wenn sie noch verteilt sind, wie gut können die sich eigentlich organisieren? Das Ganze gelingt eigentlich nicht so gut. Das gelingt deutlich besser, wenn man ihnen solche Skripts gibt, nämlich hier so ein Peer-Feedback-Skript. Jeder analysiert einen Fall, die anderen beiden kritisieren sozusagen diese Analyse. Man überarbeitet nochmal, kriegt nochmal eine Kritik und schreibt dann eine abschließende Analyse. Das ist hat sich als sehr effektives Skript für solche Situationen nicht nur in diesem pädagogisch-psychologischen Bereich herausgestellt. Das haben wir auch in der Informatik gemacht, beim Lernen von Informatikstudenten. Das hier ist ein Skript, ein Scaffold, das sogar noch die Formulierung der Analyse, also von Argumenten in der Analyse letztlich unterstützt. Ich will nicht ins Detail gehen, aber hier wird nochmal, das ist auch letztlich nicht so einfach übertragbar, das ist ein eigenes kleines Programm, aber das letztlich hat es dabei geholfen, seine eigenen Beobachtungen von seiner Interpretation zu unterscheiden. Und was hier ganz besonders wichtig war, den Pädagogikprofessoren, mit denen wir da zusammengearbeitet haben, der Qualifier sozusagen, dass man nicht alles und nicht mit so all Aussagen kommt, sondern eben das Ganze kontextualisiert und sagt, das kann
Situationsabhängig kann das auch unterschiedlich sein. Das sind diese Skripts. Also hier noch meine Hauptbotschaft: Kollaboratives Lernen kann gute Effekte haben, hat aber dramatisch bessere Effekte, wenn es vorstrukturiert ist, weil auch Studierende, die schon relativ weit sind im Studium, immer noch Schwierigkeiten haben, sich selber zu organisieren als Kleingruppe. Man könnte sagen, das sollen die aber lernen. Und wenn das der Fall ist, dann muss man halt sozusagen das auch eingehen. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann sind solche Strukturierungshilfen eigentlich günstig. Entweder man bespricht so ein Skript vorher, man gibt es denen in so eine Gruppe oder Ähnliches. So, jetzt zeige ich Ihnen noch was anderes, in der Schweiz entwickelt, in Lausanne. Hier, das ist ein sogenanntes Group Awareness Tool, ein ziemlich aufwendiges. Die gibt es auch relativ simpel heute in Diskussionsforen. Das zeigt an, hier also nicht ganz gendergerecht das Bild, es zeigt sozusagen die Redebeiträge an. Es ist aber in der Schweiz entwickelt, ich habe es nur ausgewählt. Und es ist auch schon ein paar Jahre alt, muss man vielleicht dieser Gruppe auch zugute halten. Es ist, da sind also Mikrofone angebracht, die aufzeichnen, wenn gesprochen wird. Und die Idee ist hier, eine Gruppe funktioniert dann besonders gut. Das war hier zumindest die Idee, wenn die Beiträge ungefähr gleich sind, also wenn jeder ungefähr gleich, so dass man selber seine eigenen Beiträge dann reduziert oder wenn man sieht, man hat zu wenig Lämpchen da, dass man selber halt versucht, etwas mehr beizutragen, als man das bisher gemacht hat. Das ist das Grundprinzip von diesen Tools. Davon gibt es auch einige. So, und jetzt kommt diese Meta-Analyse, die ich versprochen habe, dass das computerunterstützte kollaborative Lernen hat insgesamt, also wenn man alle Studien sozusagen hier nimmt, einen positiven, mittelgroßen Effekt. Das ist, sind wir jetzt bei dieser halben Standardabweichung, wenn man sozusagen alles in einen Topf wirft, was aber schon ganz gut ist für alles in einen Topf geworfen. Es gibt Unterschiede zwischen den Fächern, die man sich bislang noch nicht so gut erklären kann. Vielleicht haben Sie eine Erklärung. In den Naturwissenschaften sind die Effekte größer als in der Mathematik und im sozialwissenschaftlichen und im Bildungsbereich, wenn man Kollaboration einsetzt. Und was die größte Überraschung, zumindest sagen die Autoren das, ich kenne sie beide, für die beiden Autorinnen war, dass man eigentlich die größten Effekte findet, wenn man diese Kollaboration als Ergänzung zu traditionellen Lehrformen einsetzt. Also als Ergänzung zu Vorlesungen sind die Effekte größer, als wenn man jetzt eine eigene Lernplattform sozusagen einrichtet, wo man einen ganzen Kurs nur kollaborativ macht. Die Effekte können wirklich deutlich sein, auch schon als Ergänzung zu traditionellen Lehrformen. So, und dann die Frage, was muss technisch dazukommen? Die größten Effekte, das hat sich vorher auch schon mal angedeutet und das zeigt sich nochmal hier, wenn man kollaborative Settings anschaut, wenn kollaboriert wird im Kontext von Simulationen, also wir analysieren ein physikalisches Phänomen anhand einer Simulation, aber gemeinsam mit einer gewissen Struktur, das hat tatsächlich die großen Effekte. Dann die mittelgroßen Effekte sind diese Diskussionen, so Visualisierung, gemeinsame Visualisierungstools, auch gemeinsame Spiele, Game-Based Learning, Lernplattformen. Und die kleineren Effekte gibt es, sagen viele, das hat noch mit dem Stand der Technik möglicherweise zu tun, für die immersiven Technologien VR, also Virtual Reality oder Augmented Reality, wenn das kollaborativ genutzt wird. Was erwartbar war mit der Botschaft, die ich Ihnen ganz am Anfang versucht habe zu bringen, vom Medium selber hängt das eigentlich nicht so stark ab, sondern es hängt davon ab, was man damit macht und was dieses Medium ermöglicht an Aktivitäten. Face-to-face, asynchron, synchrone Kooperation, vergleichbare Effektgrößen, da liegen eigentlich nicht die Unterschiede drin. Aber die Unterschiede liegen darin, wenn man die Gruppen unterstützt, mit solchen Skripts beispielsweise, mit Scaffolding, dann werden die Effekte deutlicher, größer und diese Awareness-Tools haben auch kleine zusätzliche Effekte zu dieser Kollaboration. So, jetzt würde ich noch einen kleinen Schlenker, bevor ich zum Ende komme, machen zu diesem Aspekt der Selbststeuerung beim Online-Lernen. Ich habe, wenn Sie das interessiert, ich habe auch nochmal zusammengestellt die
was man über Lernstrategien und ihren Einsatz weiß. Es gibt etliche Lernstrategien, die einfach nicht funktionieren und die trotzdem immer wieder verwendet werden, nämlich markieren, unterstreichen zum Beispiel, sind Lernstrategien, die eigentlich für Studierende ohne ein Training nicht geeignet sind. Also es gibt sozusagen aus diesem Bereich gibt es eine ganze Reihe von Erkenntnissen, da können wir gerne auch in der Diskussion sozusagen als Zugabe, kann ich da gerne auch nochmal was sagen, aber ich hätte jetzt hier das Ganze gern bezogen auf die Selbststeuerung beim Online-Lernen. Sie haben diese Flash-MOOCs erwähnt. Viele Universitäten setzen eigentlich auf MOOCs. Sie haben Top-Experten oder Expertinnen in einem Feld, die bieten weltweit etwas an über Coursera oder Ähnliches. Und daran gibt es dann teilweise sehr viele Teilnehmer, zum Beispiel 50.000, 70.000 Teilnehmer. Unser Präsident hat vor einigen Jahren mitgeteilt, da waren die MOOCs eigentlich den meisten Leuten noch gar kein Begriff, dass es bei uns einen MOOC gibt zu Strategic Management, das mehr eingeschriebene Teilnehmer hat, als die Universität Studierende hat. Und das war schon ein großer, wo man sich dann, wo auch direkt danach letztlich die Frage aufgetreten ist, wenn man das weiterdenkt, wozu brauchen wir eigentlich noch eine Präsenzuniversität? Ja, was ist denn eigentlich der Vorteil der Präsenzuniversität? Was könnte man denn eigentlich alles über diese MOOCs dann schon machen? Und man hätte, die Studierenden könnten immer bei den Besten oder ja, studieren und lernen. Und natürlich, also auch das wäre vielleicht eine Sache, die wir in der Diskussion nochmal aufgreifen. Also was ist eigentlich der Zweck oder was ist eigentlich der Vorteil einer Präsenzuniversität? Was kann denn vielleicht nur in kopräsenten Situationen gelernt werden? Und was könnte man in diese MOOCs doch getrost dann auslagern? Was die ermöglichen, sind ganz unterschiedliche Lernpfade und das bringt auch erhöhte Anforderungen an Selbststeuerungsfähigkeiten mit. Die Abbrecherzahlen sind gigantisch in den MOOCs und man hat also untersucht, nicht nur in MOOCs, aber in vielen unterschiedlichen Online-Settings, wie ist es denn eigentlich mit dem Lernerfolg, wenn Strategien des selbstgesteuerten Lernens eingesetzt werden und man findet in Offline-Settings, also in allen möglichen anderen Settings, findet man eigentlich einen relativ guten Zusammenhang. Diejenigen, die metakognitive Strategien einsetzen, die ihre Anstrengungen regulieren, die ein Zeitmanagement haben und so weiter, die das drauf haben, die haben auch bessere akademische Erfolge. Und der Zusammenhang ist relativ gut. Und interessanterweise sinkt dieser Zusammenhang im Kontext von diesen Online-Veranstaltungen, wo man doch eigentlich gedacht hat, da müsste das noch stärker wirken. Da sinkt aber dieser Zusammenhang. Und auch da fehlt eigentlich noch die abschließende Erklärung. Die Autoren hier, Broadband und Poon, die spekulieren, da gibt es wahrscheinlich Strategien, die wir noch nicht kennen. Vielleicht sind es ja auch diese Medienkompetenzen, die erforderlich sind und ohne die kann ich vielleicht eben nicht so gut lernen in diesen Settings. Die klassischen Lernstrategien, die klassischen metakognitiven Selbstregulationsstrategien sind jedenfalls nicht so wirkungsvoll in diesen Settings. Also hier ist noch auch großer Forschungsbedarf. Was man weiß, ist, dass Unterstützungsfunktionen, das weiß man schon ganz lang, wir haben vor vielen Jahren schon mal einen Artikel verfasst zu Hilfesuchen in interaktiven Lernumgebungen, wo also die Hauptbotschaft war, dass Lernende, die am meisten Hilfe benötigen, am wenigsten nach ihr suchen. Das heißt, wenn Sie Lerner in Ihrem Seminar haben, die nicht fragen, ja, dann anzunehmen, die brauchen nichts, sonst würden sie ja fragen, das ist wahrscheinlich ein Grundfehler, weil diejenigen, die wirklich keine Ahnung haben und auch nicht wissen, wie sie sich einer Sache annähern, die haben noch nicht mal erkannt, dass sie eigentlich fragen müssten, jetzt fragen müssten. Und das zeigt sich natürlich in diesen Situationen noch deutlicher. Also, und hier findet man auch viele Unterstützungsformen in MOOCs, in anderen Online-Umgebungen, die ja, wenn Sie selber mal Lernumgebungen entwickelt haben, dann wissen Sie, dass diese Unterstützungsfunktionen teilweise 80-90% der Ressourcen verschlingen, aber die benutzt dann nachher keiner, weil die im Grunde letztlich eine Hilfesuchen darstellen und diese Hilfesuchstrategien sind nicht sehr gut, vor allem von schwächeren Studierenden. Genau, hier gibt es Studien dazu, die zeigen, das kann man prompten, also das können Sie zum Beispiel in Ihren Seminaren, können Sie darauf hinweisen, setzt Strategien ein, das sind die zwei wichtigen Strategien, oder Sie können das auch online, Sie können kleine Nachrichten verschicken, die Lerner daran erinnern, ihr müsst Zeitmanagement betreiben, ihr könnt dieses Ding unmöglich bewältigen ohne Zeitmanagement, ohne Aufwandsmanagement und so weiter. Aber genau, was ich hier eben schon gesagt habe, der Zusammenhang mit den klassischen Selbststeuerungsstrategien ist schwächer und möglicherweise sind zusätzliche Kompetenzen hier erforderlich. So, jetzt komme ich zum Schluss. Ich
überspringe mal meine Lehrkompetenzen. Kein Mehrwert im digital gestützten oder Online-Lernen per se. Ich glaube, ich hoffe, dass das deutlich geworden ist. Nur die Technologie, also die Frage, wirkt die App, ist keine sinnvolle Frage aus der Sicht der Lehr-Lernforschung, sondern die Frage, die sich auch schon bei den ersten beiden Rednern angedeutet hat, ist, was macht man denn? Was sind die Aktivitäten, die man damit macht? Digitale Medien haben darin ihren Mehrwert, dass sie zur Unterstützung hochwertiger Lernaktivitäten eingesetzt werden. Und mit Lernaktivitäten ist das gemeint, was Studierende machen, nicht was Dozierende machen. Also das, was Studierende machen, sollte eben stärker aktiv, konstruktiv und interaktiv sein. Kollaboratives Lernen ist effektiv, sollte eingesetzt werden oder kann evidenzinformiert eingesetzt werden, auch und insbesondere als wirksamer Zusatz zu traditionellen Veranstaltungen. Scaffolding habe ich erwähnt als etwas, was komplexere Lernaktivitäten und auch komplexere Kollaborationsprozesse unterstützen kann und die Wirksamkeit auch evidenzbasiert sozusagen erhöhen kann. Die Selbststeuerungsfähigkeiten, das haben wir gerade gesehen, für mich ein relativ ungelöstes Problem, weil die sind letztlich ein Lernziel. Ich soll ja später, wenn ich die Universität verlasse, soll ich mich eigenständig in meinem Fach und vielleicht darüber hinaus weiterbilden können. Also ich soll Selbststeuerungsfähigkeiten haben. Die sind aber auch gleichzeitig Voraussetzungen für manche dieser Lernprozesse, vor allem dann, wenn es weniger strukturiert ist. Und das ist sicher eines der Probleme, mit denen wir uns da in der ganzen Online-Lehre auseinandersetzen müssen. Medienbezogene Kompetenzen als Bildungsziel an der Universität, das waren die Folien, die ich gerade noch übersprungen habe. Darin hätten Sie etwas erfahren zu der Sicht, was sind das denn eigentlich für Kompetenzen, was sind das für medienbezogene Kompetenzen, die Studierende haben. Sie haben das auch diskutiert in der Schweiz. In Deutschland hat man sich geeinigt auf so einen grundlegenden Katalog. Aber wo man im Moment hakt und hängt, ist, wenn das die Kompetenzen der Studierenden sind oder der Schüler, der Studierenden, eigentlich aller Bürger, welche Kompetenzen, welche medienbezogenen Lehrkompetenzen brauchen dann eigentlich die Dozierenden, um diese Selbststeuerungsfähigkeiten im Zeitalter der Digitalisierung bei den Studierenden eigentlich voranzubringen und zu fördern? Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.